Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Dr. Katharina Horton und mit mir ist Gerhard Röhrig, den wir vor ein paar Monaten interviewt haben. Er hat uns über die Situation in der Schweiz berichtet. Heute kommt ein sehr wichtiges Update aus der Schweiz. Das ist die Situation nach der Volksabstimmung in der Schweiz bezüglich der Corona-Gesetze. Die Nachrichten sind wirklich relevant für jeden, eigentlich international in der Welt, aber vor allem in Deutschland und in Österreich, wo es keine Volksabstimmung gibt. Also man muss wirklich das im Auge behalten, was in den Nachbarländern passiert. Gerhard möchte kurz auch noch erwähnen, damit haben wir im letzten Interview, glaube ich, aufgehört, damals, was über ihn hing, war sozusagen eine Haftstrafe bezüglich sogenannter Ehrverletzung. Ehrverletzung ist ein Tatbestand, wo jemand angeblich verleumdet wird. Ehrverletzung. In Deutschland heißt das Verleumdung normalerweise. Und es ging eigentlich darum, dass Gerhard kriminelle Machenschaften angeprangert hat und das wurde dann als Verleumdung dargestellt. Deshalb ist die Justiz schon seit sehr langem gegen ihn sozusagen aufgewühlt und versucht, ihn jedes Mal einzubuchten. Und bis jetzt hat das nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. So, erzähl Gerhard, wie läuft es mit der neuesten Haftstrafe? Wie lange sollst du ins Gefängnis? Wieso? Und was ist damit? Ja, ich war ja schon 4 Jahre im Gefängnis wegen diesen Delikten, die Wahrheit gesagt zu haben. Jetzt habe ich im Ganzen wieder 450 Tage an verschiedenen Strafen angehäuft. Man hat mir dieses Mal nicht nur Ehrverletzungen angehängt, sondern auch unlauteren Wettbewerb gegen einen inzwischen verstorbenen Advokaten. Dann gab es versuchte Nötigung, die ich nie begangen habe, und so weiter. Meine Ärzte haben aber geltend gemacht, dass ich nicht mehr haftfähig bin. Ich habe ja doch erhebliche Gesundheitsprobleme und deshalb bin ich jetzt freigestellt bis September 2023 und dann wird man das wieder prüfen und dann werde ich beinahe 80 Jahre alt sein. Und inzwischen wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen. Ich mache mir keine Sorgen. Man muss auch dazu sagen, dass die Ehrverletzung bezüglich des Advokaten nach seinem Tod weitergeführt wurde. Und so wie ich mich erinnere, war er Freimaurer, oder? Ja. Das heißt, wenn man Freimaurer ist, dann kann man auch über seinen eigenen Tod hinaus Leute verklagen. Ist das nicht toll? Das Ja, der erinnert mich an. Er konnte sich alles leisten, alles. Er konnte auch Beweismittel fälschen, ungestraft. Ja. Das erinnert mich an hier in den USA sagt man sagt immer, jemand hat gesagt, er möchte gerne in Chicago, und wenn er stirbt, möchte er in Chicago begraben werden, damit er weiterhin in der Politik aktiv bleiben kann. Und da geht es halt um die ganzen toten Wähler, die dann trotzdem weiter wählen, obwohl sie schon lange tot sind. Ja, das kennt man, diese ganze Korruption in der Welt. Aber das ist schon allerhand. Das heißt, du bist dem Ganzen jetzt erst einmal entkommen für eine Zeit lang und bis sie das dann wieder aufgreifen können. Bis dahin haben wir hoffentlicherweise diese ganze kriminelle Verschwörung enttarnt und hoffentlich sind wir dann dabei, diese Leute einzubuchten, die versucht haben, die Wahrheit zu unterdrücken und versucht haben, eigentlich kriminelle Machenschaften zu beschützen. Also wir Ja. haben jetzt ein paar Jährchen, um dieses Projekt zu beenden, bevor es dann wieder soweit ist. Also das freut, glaube ich, meine Zuschauer sehr, dass du auch weiterhin auf freiem Fuß bist. Und wie ich schon sagte, jetzt, wo man dich nicht mehr verhaften kann, hast du fast schon eine Narrenfreiheit. Oder du bist über dem Gesetz, obwohl, wie du sagst, zwar nicht über der Moral. Das ist schon gut, das freut mich sehr. Also jetzt mit dieser neu gewonnenen Sicherheit, dass du jetzt alles sagen darfst, alles, was wahr ist. Wie steht es um die Corona-Gesetze in der Schweiz? Ja, wir haben jetzt zweimal wegen dem Covid-19-Gesetz abgestimmt, im letzten Juni. Und jetzt am 28. November hatten wir die zweite Abstimmung wegen diesem Ausnahmegesetz, das vom Bundesrat ausgesprochen worden ist. Ich nenne das das Ermächtigungsgesetz.
Denn das Gesetz sieht vor, dass der Bundesrat bis zum 31. Dezember 2031 schalten und walten lassen kann, wie er will. Und wir hatten bei der ersten Abstimmung etwa 40% Nein-Stimmen und 60% Ja-Stimmen der Schafe. Und dieses Mal hat sich das beinahe wiederholt, immer noch dasselbe Verhältnis, sind allerdings etwa 10% mehr Nein-Stimmen dazugekommen. Also etwas mehr Leute sind erwacht. Die zweite Abstimmung war nur möglich, weil der Bundesrat dann nochmals nachgedoppelt hat und das Gesetz nachträglich abgeändert hat. Sie haben dann noch den Sanitärpass nachgeschoben und das Tracing. Und darum ging es in dieser zweiten Abstimmung. Es muss sich für die Zuschauer, die nicht Schweizer sind, erklären, was das bedeutet, dass das Volk abstimmen kann. Wir sind das einzige Land in der Welt, das Referendum und Initiativrecht hat. Es gibt das obligatorische Referendum, das ist, wenn die Bundesverfassung geändert werden soll, oder das fakultative Referendum, wie in diesem Fall, wenn ein Gesetz angegriffen wird, das vom Parlament beschlossen worden ist, abgesegnet worden ist. Und da braucht es 50.000 Unterschriften, um das zustande zu bringen. Und wir haben auf der anderen Seite das Recht, eine Initiative zu lancieren, um unsere Verfassung zu vervollständigen und abzuändern. Da braucht es dann 100.000 Unterschriften. Nach der ersten Abstimmung im Juni wegen diesem Covid-Gesetz hatten wir dann 3 Monate Zeit, um die notwendigen 50.000 Unterschriften zusammenzubringen. Ich bin auch herumgerannt und habe Unterschriften gesammelt. Und in 3 Monaten haben wir praktisch 4-mal mehr Unterschriften zusammengekriegt, als notwendig waren. Und das Abstimmungsresultat, eben 40% Nein-Stimmen zum Gesetz, das Ermächtigungsgesetz, und 60% Ja-Stimmen, muss man im Verhältnis sehen, was hier in Europa wie in der ganzen Welt passiert, dass wir eine gleichgeschaltete Presse haben, die eben die Wahrheit unterdrückt und uns mit Lügen eindeckt und mit Panikmache die Leute verängstigt. Wir sind auch von Ländern umgeben, wenn wir uns Italien mit dem Mario Draghi ansehen, in Österreich, wo jetzt der dritte Bundeskanzler in weniger Zeit am Ruder ist, und Deutschland mit dem neuen Olaf Scholz als Bundeskanzler, Macron in Frankreich, alles gleichgeschaltete Marionettenregierungen der Kabale. Und die Schweiz ist keine Ausnahme. Der Schweizer Bundesrat, das sind auch Marionetten, vielleicht mit einer Ausnahme von den 7 Bundesräten. Wir haben ja eine Kollektivregierung, wie ich sehe, im Gegensatz zu allen anderen Ländern. Einer der Bundesräte, der hat zu verstehen gegeben, dass er mit dieser Politik nicht einverstanden ist. Gut, jetzt haben wir müssen mit dem Resultat leben, aber wir haben noch weitere Initiativen in der Pipeline. Am 13. Januar kommt es wieder zu einer Abstimmung, da geht es um die Initiative gegen die kontrollierten Massenmedien. Es ist ja so, dass die Eidgenossenschaft unsere Medien, gedruckten Medien, massiv subventioniert. Und während der Corona-Krise wurden diese Subventionen drastisch erhöht, wenn ich mich richtig erinnere, von 400 auf 600 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Und zudem kriegen ja die wichtigen Blätter noch Zuschüsse von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Das Staatsfernsehen, Staatsfern,
sehen und Radio und Staatsfernsehen, die werden von den Zwangsgebühren der Bürger finanziert. Und da geht es das dann am 13. Februar darum, diese Subvention abzuschaffen. Wir wollen freie Medien haben. Wir brauchen die neuen Medien und nicht die ausgeleierten Altmedien, die uns belügen. Eine andere Initiative, die auch zustande gekommen ist, da geht es dann um die körperliche Unversehrtheit, dass da dieses Prinzip, dieses Grundrecht aufrechterhalten bleibt. Das ist zwar schon als Grundrecht an und für sich in der Verfassung verankert, aber dass es noch schärfer formuliert wird, denn es wird ja überall um uns herum bereits umgestoßen. Italien, Österreich hat den Impfzwang bereits beschlossen. In Italien ist er bereits am Laufen. In Österreich soll es im Februar losgehen. In Deutschland hat jetzt die neue Bundesregierung bereits beschlossen, die Zwangsimpfung für das Pflegepersonal einzuführen. Und Macron, der macht alles, um auch dahin zu kommen, gegen den wütenden Widerstand der Franzosen. Und dann gibt es noch eine weitere Initiative, die ist jetzt noch am Laufen. Das ist gegen die Unterdrückung des Bargeldes. Denn das ist eine sehr wichtige Sache. Wir haben ja jetzt den Sanitärpass. Im Moment ist in der ersten Phase ist er entweder als QR-Code auf dem Handy oder auf einem Papier. In der zweiten Phase wird dann der Sanitärpass digital sein und am Schluss wird es ein Chip unter der Haut sein, wo man nicht nur die Krankenakte, sondern auch noch das Bankkonto mit drauf hat, um dann das Bargeld ganz abzuschaffen. Ich glaube, rede weiter. Es gab hier kurz eine Ansage, dass die Aufnahme gestoppt wurde. Wir sind weiterhin live. Das war einfach nur der Speicherplatz auf meinem Computer. Es reicht nicht mehr, um das Video aufzunehmen. Aber wir sind weiterhin auf YouTube live. Ich habe das eben gecheckt. Lass dich von dieser Ansage nicht stören. Okay, jawohl. Und da habe ich gemerkt, beim Unterschriften sammeln, ich habe selbst 1000 Unterschriften gesammelt, etwa innerhalb von 3 Wochen, dass es sehr leicht ist, die Leute zu überzeugen, zu unterschreiben. Die wichtigste Opposition kam von Leuten, die nicht daran glauben wollen, dass man das Bargeld abschaffen könnte. Die wissen nicht, dass das bereits beschlossene Sache ist, weltweit Bargeld abzuschaffen. Aber die werden schon noch erwachen. Aber diese Abstimmung werden wir ganz bestimmt in der Schweiz gewinnen. Und wenn ein einziges Land Bargeld weiterhin behält, dann hat die Kabale ein Problem. Das stimmt. Also ich bin zuversichtlich, dass wir weiterhin Terrain gewinnen werden und den Leuten langsam die Augen geöffnet werden. Ja, ich glaube, die meisten Leute verstehen nicht, wie Währungen wirklich funktionieren. Und die meisten Leute wissen nicht, dass wir mittlerweile keine Währungen mehr haben, sondern eigentlich nur noch Falschgeld. Die meisten Länder hatten, zum Beispiel im Mittelalter gab es Gesetze dagegen, andere Währungseinheiten zu benutzen als Gold und Silber, weil es immer wieder zu Fälschung kam. Und diese Gesetze, die bestanden zum Beispiel im Mittleren Osten noch bis Mitte der 70er Jahre. Also Businessmänner, die mit dem Mittleren Osten Businessverträge gehabt haben, die haben noch Silber und Gold in Barren noch also wirklich mit sich geführt, um diese ganzen Deals wirklich zu beschließen. Das war einfach aus dem Grund, weil unter den islamischen Gesetzen es ausdrücklich verboten war, etwas anderes als Gold und Silber als Währung zu benutzen. Und diese Gesetze bestehen, weil in der langen Geschichte der islamischen Welt es zu mehreren solchen Falschgeldkampagnen kam, die dann ganze Länder eigentlich in Not gestürzt haben. Und wir tendieren dazu, das Ganze immer zu vergessen. Genauso vergessen wir, dass es im Mittelalter Gesetze gegen Wucher gab,
Und die meisten Kreditkarten genau das sind, nämlich Wucher. Also das war eigentlich eine Sünde, jemanden so zu betrügen. Aber die Leute, die das nicht glauben können, dass man das Bargeld abschaffen kann, so auf einmal, denen muss man vor eigenen Augen führen, dass das Geld oder Währung bereits schon abgeschafft worden sind. Also die meisten Währungen wie der Euro oder der Schweizer Franken, der US-Dollar, eigentlich jede Währung in der Welt sind bereits schon sogenannte Fiat-Währungen, wo Fiat-Währungen, die nicht mehr durch irgendetwas gestützt werden. Also in den USA hat man erst einmal die Währung auf einer Goldbasis geführt. Am Anfang war die Golddeckung genau wie in England 100%, dann waren es nur noch 10%. Zum Schluss waren das 1%. Das heißt, eine Bank, die Währung herausgegeben hatte, musste am Anfang genauso viel Gold zur Verfügung haben, wie sie Währung gedruckt haben. Zum Schluss war das nur noch 10%. Also die Regierung musste nur noch 10% der Goldreserven haben, wie sie Währung in Umlauf gebracht hat. Zum Schluss waren das 1%. Und mittlerweile ist das es also eigentlich gar nichts mehr. Das ist einfach null. Das wurde auf null runtergedrückt. Und das bedeutet, dass wir mittlerweile schon einfach nur mit Falschgeld handeln. Ja. Also zum Beispiel in den die Schweiz hat die Schweizer Währung wurde vom EU vom Euro entkoppelt, kurz bevor, 2 Wochen bevor wie nennt sich das, die Europäische Zentralbank angekündigt hat, dass sie eigentlich das größte Währungsdruckprogramm oder eigentlich Falschgelddruckprogramm in ihrer Geschichte starten werden. Also diese Falschgelddruckprogramme nennt man Quantitative Easing in England oder auf Englisch oder ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber das sind einfach solche Währungsdruckinitiativen, die in der Geschichte eigentlich illegal waren. Und damals konnte ein König keine Währung drucken, weil er Silber oder Gold nicht drucken konnte. Und das hat das Land stabil gehalten. Aber mit diesen Falschgeldern kann man machen, was man will. Und die Konsequenz ist, dass der Wert dieser Währung einfach irgendwann auf null herabfällt. Und die Leute, die nicht wahrhaben können, dass man ja Bargeld abschaffen kann, die müssen erst einmal wahrnehmen, dass das Geld bereits schon abgeschafft wurde, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also diese Leute müssen wirklich aufwachen. Ja. Aber ich glaube, die Menschen, die diesen ganzen kriminellen Verschwörungen irgendwie nicht glauben können. Die leben in einer wundervollen, heilen Welt. Das Problem ist nur, das ist genauso wie damals die Deutschen in den 30er Jahren, die nicht glauben konnten, dass die ganzen Nazis also eigentlich eine kriminelle Bewegung waren. Die lebten auch in einer heilen Welt, aber zum Schluss, selbst wenn sie nicht selber in KZs abgeschleppt wurden. Irgendwann haben sie das auch zu spüren bekommen. Irgendwann fielen die Bomben über ihren Köpfen in Hamburg und in Dresden und in Deutschland. Und irgendwann war deren Ökonomie auch am Boden. Und sie waren am Boden zerstört und hatten Hungersnöte und so weiter und so fort. Oder sie wurden einfach als Soldaten abgeschleppt. Das heißt, man kann in einer sozusagen sich die Ohren zuhalten und in einer heilen Welt leben. Aber diese Systeme sind so groß und betreffen uns alle, dass selbst diese Leugner es irgendwann mal wirklich knallhart ins Gesicht bekommen, dass diese ganzen Systeme entartet wurden. Ja. Also ich hoffe sehr, dass diese ganzen Referenten durchkommen. Und ich muss sagen, ich bin erschüttert, dass 60% der Schweizer für diese Gesetze stimmen. Aber meine Frage ist auch, und diese Frage ist vor allem sehr akut, nachdem ich die Wahlen hier in den USA miterlebt habe, wo eigentlich Wahlbetrug überall stattfand und so offen stattfand. Das war einfach nur entsetzend. Aber die Frage ist, ist man sich sicher, dass diese Abstimmungen in der Schweiz auch wirklich korrekt gezählt werden? Also ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Zitat von Stalin, der gesagt hat, es zählt nicht, wer abstimmt, wer oder wie abstimmt. Das Einzige, was zählt, ist, wer diese Wahlen, wer die Abstimmung nachzählt. Ja. Also wie läuft es in der Schweiz? Sind Wahlen wirklich sicher und verlässlich? Jein. Aber allerdings, die Schweiz war ja das erste Land, das die Abstimmung auf dem Korrespondenzweg eingeführt hat. Und das öffnet natürlich
die Möglichkeit für den Wahl- und Stimmbetrug. Bei Abstimmungen glaube ich schon, dass da betrogen wird. Denn da geht es ja manchmal nur darum, eine leichte Veränderung, 10% Unterschied, das kann dann auslösen, wer die Wahlen gewinnt. Aber bei Abstimmungen ist das etwas komplizierter, denn in der Schweiz werden die Stimmen pro Gemeinde ausgezählt. Und da kann man in einer einzelnen Gemeinde sicher betrügen, kann die Briefpost öffnen, die, was mit brieflich angekommen ist, öffnen, kann Wahlzettel rausnehmen, andere reingeben, aber am Ende wird dann öffentlich ausgezählt im Beisein von Bürgern und eine Gemeinde kann im Nachhinein das Resultat nicht mehr ändern. Das Puzzle am Ende muss dann stimmen. Ja. Und es gab das Gerücht, dass in der Schweiz das plötzlich gekippt wäre, wie in den Wahlen im November im letzten Jahr in den USA. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das möglich ist in der Schweiz. Und man muss dann doch sagen, alle Schweizer hängen doch an ihrer Demokratie. So etwas durchzuziehen, das halte ich beinahe für unmöglich. Aber andererseits hängen die meisten Schweizer auch an ihrem Justizsystem und trotzdem haben wir fast in jedem Gerichtsfall ja, korrupte Richter. Also es gibt kaum noch ehrliche Richter, die konsistent ehrlich sind. Und ja, hier ist nämlich das Folgende. Ich glaube, was man hier in den USA jetzt anhand der letzten Wahlen wirklich so erarbeitet hat, die Methoden, mit denen man Sachen nachprüfen kann, sind zum Beispiel Sachen wie: Gibt es vielleicht eine Gemeinde in der Schweiz, wo mehr als 100% der wahlberechtigten Wähler abgestimmt haben? Man hat nämlich auch geglaubt, dass es hier in den USA so etwas nicht gibt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es, ich glaube, über 230 also Counties in allen möglichen US-Staaten mehr als eine Wahlbeteiligung von mehr als 100% hatten. Ja. Also das ist schon was. Mehr als 100% der Wahlberechtigten haben abgestimmt. Von solchen Unmäßigkeiten ist mir nichts bekannt in der Schweiz, dass es so gehen könnte. Ja, also in der Schweiz habt ihr noch nicht diese automatischen Wahlzählcomputer, oder? Das wird noch per Hand mit einem wirklich auf Papier abgestimmt und dann per Hand gezählt vor Wahlbeobachtern. Ist das immer noch so? Ja, jawohl, ja. Und dann ist natürlich der Computer eingegeben. Ja. Ja, eine Sache, wo ich mir noch Sorgen mache, ist, dass also diese ganzen Freimaurernetzwerke sind wirklich überall. Hier in den USA sieht man das ganz deutlich, weil in dem letzten Kuhkaff es immer eine Freimaurerloge gibt. Also das ist ziemlich bestürzend, aber die verdeckten Freimaurernetzwerke, wo wirklich ganze Familienklane involviert sind, denen wird wirklich zentral gesagt, ihr stimmt jetzt hierfür und dafür und so weiter, das kann man eigentlich fast kaum beweisen. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass die Leute so abstimmen. Ja. Zum Beispiel in den großen Städten, wo Freimaurerkartelle sämtliche öffentlichen Organe kontrollieren, sehr oft. Bei großen Städten kommt es sehr oft dazu, dass das Wahlergebnis fundamental anders ist als in den ländlichen Regionen, wo es viel schwerer ist, Leute zentral zu kontrollieren. Ja, also, das ist auch einige ländliche Gegenden, die klar gegen das Gesetz gestimmt haben. Große Städte allerdings nicht. Aber trotzdem, ich halte das das Stimmergebnis für sehr wahrscheinlich, denn wenn ich die Gesellschaft betrachte, auch meine Großfamilie, dann stimmt das wahrscheinlich schon, dass die Mehrheit zu den Schafen gehört. Sie haben sich ja auch spritzen lassen. Ja. 65 oder 67% der Schweizer haben sich spritzen lassen, spiken lassen. Und die sie sich spritzen ließen, die haben wahrscheinlich auch ja gestimmt, schon weil sie nicht zugeben können, das Falsche gemacht zu haben. Also haben Sie das Ganze bis jetzt auch überlebt oder gibt es da auch katastrophale Nebenwirkungen? Ja gut, wir haben ja keine Statistiken aus England,
Dort werden klare Statistiken, Todesfallstatistiken geführt, geimpft, einmal geimpft, zweimal geimpft, ungeimpft. Sowas haben wir in den anderen Ländern nicht. In Deutschland hat man jetzt festgestellt, dass die Übersterblichkeit gestiegen ist. Also sie sind bei 16% angekommen. In der Schweiz gibt es erst in der Gruppe der des Alters 65 bis 80 Jahren eine leichte Übersterblichkeit, die man nicht mit Corona erklären kann, die sehr wahrscheinlich auch auf die Nebenwirkung der Spritzen zurückzuführen sind. Ja. Ich halte es für möglich, dass die Lieferanten dieser Spike-Proteine sehr vorsichtig gewesen sind, welche Chargen sie in die Schweiz geliefert haben, haben wahrscheinlich nicht so katastrophale Wirkungen, wie England sie kennt, wo jetzt verhältnismäßig doppelt so viele Geimpfte sterben als Ungeimpfte, wo es ganz klar geworden ist. Das haben wir noch nicht, aber wir haben natürlich schon Beispiele, auch von Prominenten, zum Beispiel der Stadtpräsident von Lugano, Boradori, Marco Boradori, der nach der zweiten Spritze beim Joggen tot umgefallen ist. Oder der ehemalige nationalistische Nationalrat Andreas Herzog aus Zürich, der doppelt gespiked war und dann an Corona gestorben ist. Wir haben schon auch drastische Beispiele. Ja, also wenn man sein eigenes persönliches Umfeld nimmt, dann ist das nicht unbedingt statistisch repräsentant. Aber ja, wenn man wirklich mit jedem redet, den man zufällig im Supermarkt trifft oder beim Parken und so weiter und so fort, dann irgendwann wird das doch wieder statistisch repräsentant, weil es wirklich nach dem Zufallsprinzip ist. Wer jetzt in der Bushaltestelle neben einem steht, ist wirklich dem Zufall überlassen. Und meine persönliche Erfahrung, das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, wo ich mit meiner Familie in Deutschland geredet habe und auch hier mit Freunden und Familie meines Ehemannes und unser Sozialnetzwerk. Wir haben Folgendes festgestellt: Wir kennen eigentlich keine einzige Person, die an Corona gestorben ist, aber wir kennen eine Unmenge an Personen, wirklich sehr viele Leute, die sofort an der Corona-Impfung, sogenannten Impfung, verstorben sind. Also meine persönliche Statistik, mehr oder weniger auf dem Zufallsprinzip, sagt, dass es eigentlich ja, ich sehe keine Beweise für eine Pandemie, aber ich sehe sehr starke Beweise für eigentlich einen geplanten Genozid. Das ist meine persönliche Sicht soweit. Und dazu kommen natürlich die Sachen, die wir aus England wissen. Wir wissen, dass zum Beispiel die Statistiken, Todesstatistiken bezüglich der, die ja an Corona angeblich verstorben sind, getürkt sind. Das wurde von dem Chief Scientist sogar auf laufender Kamera zugegeben. Er sagte, dass die ganzen Zahlen, die aus dem Office of National Statistics kommen, wirklich mit Vorsicht behandelt werden müssen, weil die Leute, die dort als Corona-Tote gelistet werden, nie auf Corona getestet worden sind. Das heißt, bei denen gab es wirklich, wie nennt sich das, Dokumentenbetrug, Dokumentenfälschung in der Todesakte. Das ist weltweit, nicht nur in. Ja, also in meiner persönlichen Umgebung, ich lege auch sehr viel Wert auf persönliche Beobachtungen. Ich kenne schon zwei Personen, die an Corona verstorben sind, aber beides waren alte Leute. Der eine, das war ein Journalist, der schon auf die 80 zuging und Krebs hatte. Und das andere war eine Frau, die war Diabetikerin, auch über 80. Hingegen kenne ich bereits drei Tote, die im zeitlichen Zusammenhang mit den Spiken, mit Spiken verstorben sind. Und zum Teil tragische Sachen. Ja. Das komisch ist eben, dass die meisten Leute nicht mal daran denken, dass es die Spritze gewesen sein könnte. Ich habe einen Schwager, der hatte nach der zweiten Spritze einen Hirnschlag.
Und dann sagte seine Frau, meine älteste Schwester, wir sind beide geimpft worden und hatten keine Nebenwirkungen. Sie sind so gehirngewaschen, dass sie es nicht mehr auf die Idee kommen. Ja, und wenn die Leute sagen, ach, wir haben uns impfen lassen, aber uns geht es gut, muss man auch dazu sagen, ja, bis jetzt. Ja. Bis jetzt. Es gibt eine statistische... Die anderen zwei tragischen Fälle, die ich kenne, das ist ein Freund, der hat sein 6-jähriges Baby verloren, weil seine Frau sich sehr wahrscheinlich hinter seinem Rücken hat spritzen lassen und das Baby dann plötzlich an Herzstillstand verstorben ist. Und ein Freund aus dem Thurgau, der hat mir berichtet, sein Nachbar, der im gleichen Alter ist wie ich, 76, bei guter Gesundheit, wäre plötzlich in der Küche, habe er gerufen und zu seiner Frau gesagt, ich sterbe jetzt, und ist tot umgefallen, Lungenembolie nach der Spritze. Und er traut sich nicht mehr, der Familie zu empfehlen, eine Autopsie durchzuführen. Ja. Die werden dann von der Statistik eben nicht erfasst. Ja, eben. So ist das. So ist das. Die Familie ist meistens dagegen, und sie wär, ein Tod ist bereits so traumatisch, dass man noch ein zweites Trauma nicht mehr ertragen kann, wenn man vielleicht herausfindet, dass es tatsächlich mit einer Impfung zu tun hat und dann vielleicht auf die Idee kommt, dass es geplanter Mord war. Das können die meisten nicht verkraften. Auch in meiner Familie kenne ich eine 50-jährige Frau, die sehr wahrscheinlich erhebliche Nebenerscheinungen hatte und als Notfall ins Spital musste vor 2 Wochen. Ja, das ist genau, was wir auch beobachtet haben und gehört haben von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ist, dass die eigentliche Corona, die Corona-Erkrankung, also für Leute, die sich haben nicht impfen lassen, sondern bevor es überhaupt eine Impfung gab, die Corona-Erkrankung ist auch sehr unterschiedlich. Das heißt, es hängt von dem Land ab, in dem man ist, wie genau der Verlauf ist. Und es hängt sehr davon ab, in welchem Bundesstaat man ist und in welchem sozialen Netzwerk. Das heißt, da mein Mann und ich haben so langsam die Vermutung, dass es sich dabei um gezielte Waffentests handelt. Das heißt, jedes Land testet verschiedene Biowaffen. Die haben dann Standardnebenwirkungen und das verkauft man dann als Corona. Aber ja, das können verschiedene Sachen sein. Das Virus ist ja weltweit dasselbe. Und wenn es Unterschiede hat, da muss einen anderen Grund haben. Ganz genau. Ein Virus kann nicht in New York gefährlicher sein als hier in der Schweiz. Ja, und wir hatten ja diese Fokusstellen wie Bergamo oder New York oder Großbritannien, wo es besonders schlimm her und zuging. Und das hat wahrscheinlich mit den Therapien zu tun, mit tödlichen Therapien, den Protokollen, die von der UNO vorgeschrieben worden sind und die Unterdrückung der möglichen Behandlungen. Es gibt ja, man kann ja erfolgreich die Krankheit behandeln im frühen Stadium. Ja, das stimmt. Oh, eine andere Sache, die uns aufgefallen ist, sind, dass eine statistisch signifikante Überzahl der Leute in Altersheim verstorben ist. Das heißt zum Beispiel in den USA, wo Altersheime sehr teuer sind und die meisten, also ein Großteil der Bevölkerung zu arm ist, die Älteren oder die eigenen Eltern irgendwann im Altersheim abzuliefern. Zum Beispiel, das war, glaube ich, letzten Herbst, wo die New York Times berichtet hat, dass 40% der Verstorbenen in Altersheim verstorben sind. Und das ist sehr interessant. Das ist eigentlich ein Beweis, ein direkter Beweis, eigentlich Smoking Gun Evidence für gezielten Mord. Einfach aus dem Grund, weil es viel mehr ältere Leute gibt in den USA, die außerhalb von Altersheim leben. Das heißt, wenn jetzt eine Corona-Pandemie stattfindet, woher weiß das Coronavirus, dass diese Person gerade im Altersheim ist und gezielt solche Leute eigentlich tötet? Ja. Also eigentlich ist die Versorgung in den Altersheimen im Durchschnitt besser als die von Pensionierten, die auch eigentlich alleine leben müssen, weil es einfach keine Familienmitglieder oder kein Geld gibt, sie in Altersheimen zu versorgen.
Und das ist eigentlich aus dem Grund ein direkter Beweis, dass Leute, so scheint es mir, in Altersheim gezielt ermordet worden sind, wobei das Altersheim, das ist eigentlich ein controlled environment, also ein kontrollierter Ort, der von den Bediensteten sehr genau kontrolliert wird. Es wird kontrolliert, was die Person isst, welche Spritzen oder Medikamente die Person bekommt. Das heißt, wenn man Leute gezielt ermorden möchte, sind Altersheime ideal. Also als ich diese Statistik sah, habe ich wirklich gesagt, das ist eigentlich ein direkter Beweis. Damit könnte man eigentlich vor ein Gericht gehen und sagen, dass hier gezielter Mord läuft. Eine andere Sache, die ich auch noch vielleicht dazu sagen möchte, ist, dass das bei einer Pandemie eigentlich, was man erwartet, statistisch gesehen, ist, dass zuallererst vielleicht die älteren Verwandten von Leuten sterben, die zum Beispiel zur Belegschaft von Handelsschiffen gehören oder die älteren Eltern von Piloten und Stewardessen. Das heißt, Leute, die wirklich mit Transit und Transportwegen zu tun haben. Aber das war halt nicht der Fall. Das heißt, das ist auch wieder ein Beweis dafür, dass es keine Pandemie gab. Es hatte nichts mit Verkehr zu tun oder mit einem Austausch von Personenverkehr oder Gütern aus einem anderen Land. Das Ganze wurde eigentlich, es kam auf einmal, tauchte es in anderen Ländern auf und tötete Leute in Altersheim ab. Das macht eigentlich keinen Sinn. Na, mich musst du nicht überzeugen. Hätten wir Ja. keinen PCR-Test, dann gäbe es keine Pandemie. Eine Sache, die ich noch kurz fragen wollte, mir ist aufgefallen, dass es in Deutschland sehr viele Politiker gibt. Es gab auch einen Professor für Rechtsmedizin in Hamburg, der schon seit Jahren dafür Kampagne geführt hat, dass es eigentlich eine DNA-Datenbank geben sollte über jede Person in Deutschland. Eine Sache, die Leute auch nicht wirklich bedenken, ist, dass diese PCR-Tests auch als den Aufbau einer DNA-Datenbank benutzt werden können. Das heißt, keiner von uns weiß, wo diese PCR-Tests landen, wohin gehen sie, nachdem sie eingesammelt worden sind oder vielleicht nicht mehr benutzt werden. Wer sammelt sie auf? Werden sie zentral vielleicht? Das ist der Zweck wahrscheinlich der ganzen Übung, die ADN der ganzen Weltbevölkerung einzusammeln. So ist das. Und eine Sache, die ich aus meiner persönlichen Forschung weiß, ist, dass es in der Biochemie oder in der Biologie und der Medizin sind jetzt die neueste Front, sind jetzt Medikamente, die genetisch spezifisch agieren. Aber die Kehrseite davon sind Biowaffen, die Leute also genetisch spezifisch agieren. Das heißt, mit Biowaffen, die man dann vielleicht die chinesische oder chinesische Bevölkerung oder die aus dem Mittleren Osten oder vielleicht die weiße angelsächsische oder vielleicht die Schweizer Bevölkerung, die gezielt abtöten kann. Und diese Biowaffen kann man am besten dann testen, wenn man eine DNA-Datenbank hat. Im gestrigen Corona-Ausschuss-Sitzung, der 82. Sitzung, war ein Arzt aus Südafrika, hat da gesprochen, seine Erfahrung dargetan. Der heißt Shankara Chetty. Shankara. Shankara Chetty. Und der hat 7000 Corona-Kranke behandelt. Keiner ist verstorben, hat auch viele Geimpfte unter seinen Patienten gehabt und der hat sehr interessante, aufschlussreiche Beobachtungen gemacht. Eben, er hat gesagt, in der ersten Welle in den USA, da war vor allem die schwarze Bevölkerung betroffen. Und das hat man dann damit erklärt, dass das eben die Unterprivilegierten sind, die Armen, die zuerst das einstecken mussten. In Südafrika, sagt er, in der ersten Welle waren es auch die Schwarzen, in der zweiten Welle waren es die Schwarzen und die Inder, in der dritten Welle dann die Muslim. Inder und Muslime und erst in der vierten Welle waren die Vierter. Und er hat dann eben die Frage in den Raum gestellt, könnte es sein, dass das Virus wurde ja im Labor konzipiert, dass es so konzipiert wurde, um bestimmte Ethnien anzugreifen. Ich weiß nicht, ob du deshalb auf diese Hypothese kommst, die du ansprichst. Nein, davon habe ich gar nicht gehört. Also ich habe vom Corona-Ausschuss gehört, aber ich habe leider nicht die Zeit gehabt, sie zu verfolgen. Aber Aber ich ich komme aus, ist meine wichtigste ja. Informationsquelle.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Also wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, denn die letzten Wochen hätte ich das auch wirklich gemacht. Nein, es geht mir wirklich, ich kam auf diese Idee einfach, weil mein mittlerweile geschiedener Ehemann, er hat auch aus der Physik, er wollte in die Biophysik wechseln und er hat sozusagen die Forschung, sozusagen die heutige Forschung bearbeitet, durchgelesen, durchgearbeitet. Und ihm ist das aufgefallen. Er meinte, zurzeit kann man nur wissenschaftliche, also diese Finanzierungsmittel bekommen, wenn man an genspezifischen Projekten arbeitet. Ich habe dann später das auch nachgeschaut und wirklich gemerkt, dass das zurzeit, also die ganzen, diese großen Körperschaften, die dann die akademische Finanzierung kontrollieren, die steuern, welche Forschung man betreiben kann und welche nicht. Die man nicht betreiben soll, wird einfach nicht finanziert und basta. Ja. Also so wird das Ganze gesteuert. Und dann habe ich auch gemerkt, tatsächlich, das ist der Fall, die Sachen, die jetzt wirklich sehr lukrativ gefördert werden, betreffen alle genetisch spezifische Medikamente. Ja. Wobei die Kehrseite von Medikamenten, das fängt schon bei den Nebenwirkungen an, einfach Biowaffen sind oder toxische Mittel, die man dann als Waffe einsetzen kann. Zum Beispiel, mir ist das jetzt entfallen, welches Mittel das war, weil es war ein ganz einfaches, handelsübliches, ich glaube, es war ein Erkältungs- oder Schmerzmittel, aber das ist etwas, was man nicht nur in der Apotheke, sondern in England auch im Supermarkt kaufen kann. Und eine der Nebenwirkungen, die teilweise auch tödlich sein kann, war, ich glaube, 10.000-fach so wahrscheinlich für Asiaten als für westeuropäische Weiße. Wenn man Ja. das weiß, dann kann man eine höhere Konzentration von eigentlich ganz normalen Schnupfen oder Schmerzmittel erhöhen und damit tatsächlich die gesamte asiatische Bevölkerung im Land abtöten. Wenn man sich Ja. dazu noch verinnerlicht, dass zurzeit die ganze Propaganda gegen China, gegen Russland läuft, dann kann man sehen, wie solche Biowaffen vielleicht gerade getestet werden. Und Ja. Menschenversuche gegen Schwarze in den USA seit den Tuskegee-Experiments sind schon also wirklich seit langem bekannt. Gut, aber ich glaube, also was Fachleute sagen, Viren sind nicht gerade eine geeignete Biowaffe, denn ein ganz gefährliches Virus, das tötet ja und Ja. es schafft sich selbst ab. Was die Biowaffe ist, das ist die Spike-Proteinspritze. Das ist Ja, eine Biowaffe. Und ganz damit genau. wird jetzt der Genozid durchgeführt. Ja, und wirklich die Beweislage, was jetzt ein Individuum wirklich getötet hat, das kann man zum Beispiel auch nicht unbedingt mit einer Autopsie herausfinden. Also dazu braucht man wirklich detailliertes Wissen und detaillierte eigentlich Laborversuche, die überhaupt nicht gemacht werden. Das heißt, die meiste Zeit nimmt man an, dass es dies oder jenes war. Und so kann man ganz leicht Biowaffenversuche einfach verbergen. Ja, Aber es gibt ein Analog, Entschuldigung. das wäre ein Imperativ, dass alle Leute, die nach der Spritze versterben, dass die einer Obduktion unterzogen werden. Aber da wird natürlich ganz kräftig gesperrt. Ja. Es wird sabotiert bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt ja in Deutschland die Gruppe von Ärzten und mit der Professor Arne Burkhardt, die machen das. Die Angehörigen der Verstorbenen können selbst die Autopsie beantragen. Eine Obduktion kostet etwa 5.000 Euro. Und die haben jetzt schon die zweite Konferenz durchgeführt am letzten Samstag. Dieses Mal haben sie 19 Resultate, 19 Leichen obduziert und die Resultate vorgestellt. Und die Ergebnisse sind ganz eindeutig. Aber eben das sollte man systematisch machen. Ja. Nicht, was sind 19 Fälle? Man Ja. sollte Hunderte von Obduktionen zur Verfügung haben. Ja, das stimmt. Also ich habe Nachrichten gehört, die ich nicht teilweise einfach nicht die Möglichkeit habe, sie wirklich im Detail nachzuprüfen, ob das wahr ist. Aber die neueste angebliche Enthüllung ist, dass diese Impfstoffe sogenanntes Graphenhydroxid, glaube ich, Ja. beinhalten. Und das ist eigentlich in der bekannt als eigentlich kleine
mikroskopische Rasierklingen. Das ist ein Material, das Ja. zerstört und zerschneidet alles Mögliche. Und es ist fast so, als ob man mikroskopische Rasierklingen injiziert bekommt, die dann die ganzen Adern zerschneiden. Und ob man dann einen Gehirnschlag oder eine Herzattacke hat oder vielleicht ein Organ versagt, ist dann einfach dem Zufall überlassen. Aber genau diesen Die Vortrag kann ich jetzt. Verunreinigungen, die auch gefunden worden sind in diesen Spritzen, Ja. mit Edelmetallpartikel Ja, zum Beispiel. wobei diese Edelmetallpartikel schon seit langem den ganzen Impfungen beigefügt werden. Das ist dann schon keine Verunreinigung, sondern eigentlich ein Hauptbestandteil. Das ist Ja. ja auch noch eine Geschichte. Also da hat zum Beispiel Robert Kennedy Junior auch Forschung zusammengetragen, dass zum Beispiel die Autismusraten in den USA bei Kindern eigentlich direkt auf diese Spritzen, diese Kombinationsspritzen und der Inhalt dieser Kombinationsspritzen eigentlich komplett korreliert und dergleichen. Also all diese Sachen muss man bedenken. Aber am Ende des Tages, oh, eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, wenn man bei diesen ganzen großen Pharmafirmen muss man sich auch noch an die Geschichte erinnern. Zum Beispiel Bayer war eigentlich ein Teil von IG Farben. Ja. Das heißt, die Entnazifizierung, die angeblich irgendwann mal stattfand, die betraf dann nicht unbedingt diese großen Firmen, als diese Firmen und vor allem deren Forschungsprojekte dann in andere Firmen überführt worden sind. Das heißt, ich würde eigentlich diesen Firmen nicht so, ich würde denen genauso viel trauen wie IG Farben damals. Und die Leute verlassen sich einfach darauf, weil sie nicht glauben können, wie krank Psychopathen und wie zerstörerisch Psychopathen eigentlich denken. Ja. Was ist deine Prognose, Gerhard, für die Schweiz? Was wird in 2022 passieren? Was sind so außer den Volksabstimmungen, worauf sollen die Leute achten und was ist sozusagen deine Vorhersage, wie das Jahr ablaufen wird? Ja, wir hinken mit dem Impfzwang noch hinterher, aber es wird auch schon laut darüber diskutiert. Und ich habe ja die Mailadressen von Schweizer Ärzten erfasst und da kriege ich manchmal, um sie mit Informationen zu versorgen, die ich weiterleite, vor allem von den Corona-Ausschusssitzungen, diese Sachen leite ich weiter und da kriege ich manchmal ganz böse Stellungnahmen von Ärzten. Zum Beispiel ein Mann namens, wie hieß der schon wieder? Jedenfalls der Familienname war Klaus Höss, der leitende Arzt in Münsterlingen, im Kantonsspital, Thurgau Kantonsspital. Der hat mir ganz böse geschrieben. Dann habe ich ihn anständig zurückgefragt, ob es vielleicht eine Verwandtschaft gäbe mit dem verstorbenen Rudolf Höss. Das war der Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz. Und dann hat er mir vorgeworfen, ich hätte ein niederes intellektuelles Niveau. Nein, nein, absolut gar nicht. Ich glaube, du bist dir der Geschichte nur sehr, sehr bewusst und Er hat sehr mir dann gewitzt bei gesagt, heute Nazis. für mich Ja. hätte ich keinen Platz mehr in den Spitälern Ja. der Ungeimpfte. Also der Wahnsinn, wie die reagieren. Ja. Nein, die andere Sache, die mir auch klar wurde, also ich war in mehreren Krankenhäusern, als ich andere begleitet habe. Ich habe meinen Großvater in einem Krankenhaus Baden-Baden begleitet, wo er eigentlich vor meinen Augen ermordet wurde. Und mir war das damals noch nicht klar. Das war damals in 2010. Danach habe ich in 2000, wann war das? 2017. Was? Ja, 2017 habe ich eine Kollegin in Belgien im Krankenhaus begleitet, als ihre Tochter geboren wurde. Und ich habe letztes Jahr meinen Mann Bill Binney hier in den USA im Krankenhaus begleitet, wo er wieder einmal mit einer Biowaffe angegriffen wurde. In seinem Fall war das sozusagen fleischfressende Bakterien, die, ich glaube, mittlerweile zum 10. Mal ein Loch in sein Bein gefressen haben. Also er wurde wirklich von einer Biowaffe angegriffen. Und in jedem Fall habe ich Beweise gesehen und gesammelt, dass es enorme kriminelle Verschwörungen in diesen Krankenhäusern gibt.
Also wie gesagt, in Baden-Baden wurde mein Großvater vor meinen Augen ermordet. Ich wurde damals gefoltert und meine Kopfhaut wurde mit einer Mikrowellenwaffe verbrannt. Ich wusste nur damals nicht, was das war. Andere Sachen liefen noch nebenbei. In Brüssel hat man die Tochter meiner damaligen Kollegin wirklich gekidnappt und dann ein Jahr lang einbehalten unter einem Vorwand. Und halt hier in den USA hat man tatsächlich versucht, das Bein meines Ehemannes nochmal zu amputieren, also wirklich ohne medizinischen Grund. Ah ja. Und es ist wirklich katastrophal. Aber ich glaube, was den Leuten nicht klar ist, dass die Freimaurer und die Geheimdienste das leitende Personal in diesen Krankenhäusern schon seit langem ersetzt haben mit absoluten Psychopathen, Ja. genau um diese Pläne wirklich durchzusetzen. Du hast mich gefragt, wie es in der Schweiz weiterlaufen wird im 2022. Ich möchte es auch wissen. Ich möchte es auch gerne wissen. Aber was ich weiß, das ist jetzt, dass die Opposition gegen dieses Ermächtigungsgesetz ist sehr gut organisiert. Ja. Ist sehr stark. Und sehr, die Leute sind sehr motiviert, die im Umkreis der Freunde der Verfassung da mitarbeiten. Wenn die eine Demonstration auf die Beine stellen, da kommen immer Leute zusammen. Ich habe es gesehen, in Bern waren wir einmal, waren wahrscheinlich weit über 100.000 Leute in Bern, im Höhepunkt. Ja. Und als der Robert Kennedy Jr. in Bern aufgetreten ist, da waren wir auch über 10.000, habe ich geschätzt. Ja. Die Opposition ist also sehr organisiert heute, motiviert. Mit den Treichler, den Kuhglocken, eine Schweizer Tradition, mit den Kuhglocken, die Leuten sehr viel Lärm macht und Aufsehen erregt. Das ist also beeindruckend, wenn da 100 Treichler durch die Gassen einer Stadt laufen. Das wird weitergehen, da bin ich sicher. Und mit den zunehmenden Schäden, die dieses Spike-Protein wird es wahrscheinlich auch noch vielen Leuten die Augen öffnen. Du hast von den Adjuvantien gesprochen, wie Graphenoxid, aber ich glaube, wie Dr. Füllmich vom Corona-Ausschuss meint, die Priorität ist schon, dass wir das Auge auf das Spike-Protein richten müssen, denn da kommen die Schäden auf uns zu. Es ist jetzt inzwischen auch erwiesen, dass das Spike-Protein das Immunitätssystem praktisch lahmlegt. Und da kommt noch einiges auf uns zu, dass die Leute dann wie Fliegen umfallen. Aber natürlich wird man es auf das Virus abschieben, auf die neuen Varianten und die Panikmache weiter schüren. Und immer behaupten, es gäbe eine Pandemie der Geimpften. Aber es ist ja genau umgekehrt. Es wird die Pandemie der Geimpften geben, nicht der Ungeimpften. Ja, das stimmt schon. Also eine Sache, und das ist, sage ich, aus dem Grund, weil ich halt mit diesen Geheimdiensten sehr viel zu tun habe. Wenn man Impfungen überprüft, was der Bestandteil überhaupt der eigentlichen Impfung ist, kann man nicht daraus ausgehen, dass ein Batch oder eine Lieferung, die man sich vielleicht geholt hat und dass man die analysiert, dass die genau dieselbe ist, wie es vielleicht in einer anderen Lieferung Richtig. aussieht. Das heißt, eigentlich müsste man wirklich nach dem Zufallsprinzip diese Impfung überall sozusagen statistisch einsammeln, statistisch signifikant einsammeln und immer wieder erneut testen. Einfach aus dem Grund, weil die ganzen Hersteller, die teilweise mit IG Farben zusammenhängen, diese Hersteller immer die Seriennummer kennen und Die dazu wissen schon, kommt, was dass. sie in den Spritzen drin haben. Die wissen das schon. Ja. Aber wir wissen es nicht. Ja, die wissen das natürlich schon, genau. Aber ich sage einfach, die ganzen Kommissionen, die versuchen das jetzt zu ermitteln, was da eigentlich drinne ist. Die andere Sache ist, die ganzen Pharmafirmen können meines Erachtens nach diese Biowaffentests wirklich lukrativ an der Bevölkerung ausprobieren, weil sie auch die medizinische Akte über die NSA-Überwachung sofort einsehen können. Das heißt, welche Nebenwirkungen welche Biowaffe hat, kann man einfach durch
durch die Überwachung des Internets sofort eigentlich auslesen. Und so kann man eigentlich sehr, sehr viel Geld mit diesen Waffentestern der Bevölkerung machen. Also es ist wirklich erstaunlich. Und es freut mich so sehr, dass es in der Schweiz noch Hoffnung gibt, weil es, glaube ich, das einzige Land ist in Europa, das noch überhaupt irgendeine ein Quäntchen Hoffnung hat. Also in Italien ist das katastrophal, Deutschland sieht es auch sehr katastrophal aus. Und ich frage mich nur, ob irgendwann mal die Zeit kommt, wo man die alten Nürnberg-Gesetze gegen die Betreiber dieser Impfkampagnen irgendwann benutzen wird. Was ist deine Meinung? Ja. Meinst du, diese ganzen Leute, die vielleicht Impfschäden verursacht haben, werden die irgendwann mal vor Gericht geführt werden? Die gehören vor Gericht gestellt und abgeurteilt. Ich hoffe das inständig. Denn die können nicht einfach den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja. Aber wie du sagst, ich glaube, der nächste Schritt ist erst einmal das Medienkartell aufzubrechen und überhaupt, dass sich die Bevölkerung wirklich informieren kann, was hier eigentlich läuft innerhalb in der Welt. Also es ist schon wirklich beeindruckend, was da alles in der Schweiz läuft und vor allem, was mich sehr beeindruckt, ist, wie hart du arbeitest an an den Unterschriftensammlungen. Also es ist erstaunlich. Und ja gut, ich bin einer von vielen. Wenn wir Unterschriften sammeln, da bin ich einer von vielen. Aber es ist sehr, und ich bin ja auch schon bald 77 Jahre alt. Ich bin nicht mehr auf der Höhe meiner Manneskraft. Das muss man schon sehen. Ich mache da einfach mit. Ich bin nicht ein Kopf in dieser Bewegung. Ich habe nicht mehr die Energie, eine führende Rolle zu spielen. Ich mache einfach da mit und beobachte. Also vor allem als Beobachter bin ich sehr aktiv. Also du bist viel aktiver als der Durchschnittsbürger in den USA oder sonst in Europa. Du bist einer der führenden Köpfe. Leute kennen dich mittlerweile in den USA. Und ich habe schon ganz, ganz vielen Leuten über die Antikorruptionskampagnen erzählt, die du geführt hast. Die Gerichtsbeobachter, sehr wichtig, wirklich. Das brauchen wir hier eigentlich in den USA auch. Und auch in England bräuchten wir Gerichtsbeobachter. Und also ich glaube, du bist dir gar nicht bewusst, wie wichtig du eigentlich bist in dem ganzen Kampf. Ja. Aber es ist immer so. Man selbst weiß nicht, was man da alles eigentlich bewirkt in der Welt. Ich bin wirklich stolz, was du alles erreicht hast bis jetzt und was für ein Leitbild du für jeden bist in der Welt. Und ich drücke euch wirklich ganz fest die Daumen. Erst einmal für die Abstimmung im Februar war das gegen das Medienkartell und danach auch für das Jahr 2022. Und ich hoffe nur, dass ihr wirklich eine schöne Weihnachtszeit verbringen könnt, einen guten Start ins neue Jahr und dann frisch in den Kampf gehen könnt. Gerhard, hast du noch abschließende Worte an die Zuschauer? Ja, ich glaube, wir sollten klar aussprechen, was die Ziele der Kabale sind. Das ist die Entvölkerung, dass wir die Weltbevölkerung runterfahren und ermorden. Zweitens, die Vermögenswerte von unten nach oben schaufeln. Und das dritte Ziel ist der Transhumanismus. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Aber um dagegen anzukämpfen, behalten wir die Lebensfreude. Ja. Und unsere Menschlichkeit. Ja. Ja. Also in dem Sinne, vielen, vielen Dank an Gerhard Ulrich und vielen Dank an die Zuschauer. Das war wieder ein super Interview. Es hat mich sehr gefreut, Gerhard wieder interviewen zu können. Und ich freue mich schon darauf, in 2022 wieder ein Interview zu machen und dann zu hören, wie es in der Schweiz weiterläuft. Denn der Krieg gegen diese Psychopathen geht einfach weiter und wir kämpfen mit unseren menschlichen Mitteln dagegen. Und ich bin mir sicher, wir werden gewinnen. Also vielen, vielen Dank, Gerhard. Vielen Dank an die Zuschauer und an jeden einen schönen Tag und alles Gute. Danke, Katrin. Auf Wiedersehen. Tschüss, Gerhard. Tschüss.